Deswegen klicken wir das auch schnell weg, weil ihr verloren habt. Ja? Eindeutige Sache. So, einen weiteren Kampf würde ich jetzt quasi gar nicht überstehen. Also klar, ich habe noch Tafelwasser und Supertrank und aktuell ist keiner mehr vergiftet. Aber ich möchte noch nach ein paar Pokémon unten suchen, damit wir durch Zickzacks wieder ein paar Items bekommen. Und da sehen wir Gijisu als Klon. Ein Klon? Was für ein mysteriöses Rätsel. Und ich sollte mal meine Cornflakes leer essen, die hier noch rumliegen. Lol. Ich habe übrigens Chrono gestern Abend, für die, die es nicht wissen, gesagt, dass er mich anschreiben soll, wenn er denn mit im dem Let's Play sein möchte, ab und zu mal. Momentan ist er ja aktuell nur bei The Forest wirklich regelmäßig dabei. Er war letztens als Gast bei ETS 2 dabei, aber das sind so Sachen, die sind nicht regelmäßig. Sondern die sind so random, wenn er mal Zeit hat. Und des Weiteren, das wissen auch gar nicht viele, ich liebe ja Stranded Deep, da kam letztens so ein episches Update, also eigentlich gestern. Das beste Update dieser Welt. Wow, das Spiel ist jetzt ein komplett anderes geworden. Das Meer, einfach diese ganzen Wellen, gigantische Wellen, Korallenriffe. Die Hauptinsel, die erste Insel mit einer riesen Felsformation, riesengroß, also richtig geil. Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, sind Fische. Die sind irgendwie weg. Ich glaube aber, dass die deaktiviert wurden aufgrund des neuen Meeres. Da das Ganze ein bisschen tricky ist zu programmieren. Ihr müsst euch quasi vorstellen, diese Wellen sind riesig, also echt gigantisch. Das sind richtig fette Wellen. Und die Haie haben zum Beispiel schon das Problem, dass wenn sie, zumindest habe ich einen schon gestern gesehen, das Spiel hat ja Haie, die wurden also quasi nicht deaktiviert. Die Haie haben so ein bisschen das Problem, dass sie immer an eurem Raft kleben. Ich kann dir mal gerade ein bisschen von dem Spiel erzählen, während wir uns hier heilen. Und die Sache ist halt, dass ihr mit auf dem Boot mit den Wellen immer rumschaukelt. Und die Haie irgendwie nicht richtig agieren und dann ab und zu so aussieht, als würden sie über dem Meer schweben. So ein bisschen, so ein kleines bisschen. Ne? Das heißt, die halten sich quasi, die Wellen sind so krass, ja, dass quasi die Haie so ein bisschen über dem Meer klitschen. Da muss man gucken, wie man das fixen kann. So, habe ich denn 1000 Pokédollar bekommen? Nein. Ja, perfekt. Hat ja gerade nicht so gereicht. Ah, einen Trank können wir uns jetzt nicht nochmal leisten. Rippen Pepperonis. Aber wir könnten uns ja generell mal noch ein Gegengift kaufen. Haben wir auch keins mehr. So, und ansonsten reicht das andere auch für rein gar nichts. Dann checke ich mal ganz kurz ab, was wir so haben, statusmäßig. Und dann sage ich euch jetzt schon, wird dieser Part ein kleiner Fangpart. Das bedeutet für alle, die jetzt gelangweilt sind und sagen, oh Alter, ich will jetzt überhaupt nicht sehen, wie du da Pokémon fängst. Dann könnt ihr hier schon einmal beenden und im nächsten Part wieder reinschauen, in dem es wahrscheinlich dann weitergeht. Ich gucke gerade mal, 20 Bälle, ein Ball, zwei Ball, ein Ball. Das ist ein bisschen was. Tränke haben wir drei. Supertränke haben wir zwei, habe ich gar nicht eingesetzt. Okay, nice. Das freut mich natürlich. Im Gegengift haben wir auch einen. Okay, Kraftschub, Zerschneider etc. Ah ja, wir müssen übrigens noch an eine Stelle, wo wir mit dem Zerschneider hinkommen. Mein Fail, da müssen wir gerade mal hin. Und wir müssen zu Vivian, mit der müssen wir quatschen. Dann bekommen wir dieses komische Mad Gear. Ich sag mal so viel, das Scheißteil brauchen wir einfach nicht. Lass mich hier durch. Ja, und wie gesagt, ich versuche nicht zu rennen. Ne? Das ist halt, solange wir das Fahrrad noch nicht haben, ist das ziemlich ätzend. Es sei denn, das Fahrrad spastet da auch irgendwie grafisch ab, dann können wir nicht mal das Fahrrad benutzen. Denkt einfach, wir spielen die erste Generation. Ah, noch ein Supertrank. Nice, das wären schon drei. Das ist sogar ziemlich gut. Ja, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Und ein Superball, noch besser. Ich werde natürlich jetzt nicht wieder runter in die alte Route gehen und dort ein, zwei Starter suchen und fangen, nur weil ich jetzt Superbälle habe. Die Fangquote ist jetzt auch nicht so mega krass besser dann. So, wir werden hier wirklich nur Pokémon suchen und fangen. Wir werden hier keine Pokémon besiegen, weil wir einfach keine Erfahrungspunkte mehr von denen bekommen. Das bedeutet, wir haben Chrononit vorne wegen Absorber. Der macht nicht genug Schaden und wir schauen mal, was wir hier so finden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wir finden hier das eine oder andere lustige Pokémon. Und im Busch renne ich. Im Busch renne ich, weil man das nicht so krass sieht. Jetzt hauen wir nur noch Visors auf. Lol. Übrigens, da wo wir gerade Team Plasma geschreddert haben, tauchen ja auch noch Pokémon auf, aber Pokémon einer etwas anderen Typens. Das bedeutet, da möchte ich auch noch einmal hin. Richtig. Na, da gibt es auch wieder andere Pokémon. Alter, wieso? Bitte, please. Stop trolling me. Eine Minute rum und wir haben bis jetzt nur Visors gesehen. Ich weiß, dass es hier viele verschiedene Pokémon gibt. Ich hätte also gerne mal ein Nicht-Visor-Pokémon. Das wäre super toll. Hey, Bidiza, die Frage ist, habe ich dich schon? Ja. Ich glaube, ich habe ihn sogar offscreen gefangen. Wenn das der Fall ist und ich quasi nicht erwähnt habe, hey, wer möchte dieses Bidiza sein, dann erschlagt mich und schreibt rein, dass ihr es gerne sein möchtet.
Ansonsten haben wir den Drogenbaron, alias Bieber Nordauer, alias Justin Bieber, genau. Der hat ja 3 Spitznamen. Level 6 gegen 19, ganz ehrlich, ich glaube, du stirbst nach dem Absorber. Ich glaube, ich muss Zickzack zum Fang hier reinnehmen. Ich guck grad mal. Nö, sage ich doch, Absorber ist einfach useless. Sehr schön, gut. Dann hätten wir doch hier schon mal zumindest das, was ich wollte, nämlich so ein bisschen die Typ normal Standard-Pokémon fangen. Wären wir doch unserem Ziel etwas näher und haben schon mal einen. Ah, schon mal etwas. Ist also dieser Abschnitt der Aufnahme nicht ganz so umsonst. Wie gesagt, fangen sie dir alle, ne? Das ist das Ziel. Nee, Quatsch. Also mal gucken. Nagelot, Speer, sie sind von Natur aus vorsichtig und bewachen in Sichten ihren Bau. Sehr schön, alles klar. Hält niemand Wache, werden sie unruhig. Das erinnert mich an diese Erdmenschen. Ich glaube, Erdmenschen machen das, oder? Kann das sein? Ich glaube, es sind Erdmenschen, die genauso auf ihre Nester aufpassen. Und ein Pummeluff. Ich sag's doch hier, Leute, hier tauchen die besten Pokémon der Welt auf. Ein wildes Pummeluff. Ja, geil. Man findet übrigens relativ früh in diesem Spiel einen Mondstein. Oh, ich bin so ein Trottel, ne? Wieso habe ich nicht Pummeluff mitgenommen, als ich sie gesehen habe? Ich kann sie voll früh entwickeln durch den Mondstein? Ich glaube, Knuddeluff erlernt dann sogar noch alle Attacken, die auch Pummeluff erlernen würde. Oh Gott, ich bin so dumm, ne? Ja, ich hätte es machen sollen. Ich meine, klar, wir haben jetzt Haspyro, das ist nicht so bad. Aber ich glaube, Knuddeluff kann auch diese ganzen Eishieb- und Feuerschlag- und Donnerschlag-Attacken erlernen. Ich meine, klar, keinen Irrschlag, aber... Lol, ich nehme jetzt nicht nur wegen Irrschlag Haspyro mit. Wobei doch, das war einer der ausschlaggebenden Gründe. Ich finde die Attacke relativ OP. Gut, wer dieses kleine süße Pummeluff sein möchte, der schreibt das bitte in die Kommentare. Ist ein Ballon. Sobald es mit seinen großen, runden Augen rollt, fängt es an, ein Lied zu singen und jeder schläft ein. La, 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 Pummeluff. Okay, ich hoffe. Das war damals in der ersten Generation so geil. Das erste wilde Pummeluff. Oder, oh, geil, ein Flummel. Ja, Flummel hätte ich auch mitnehmen können. Oh, Flummel wird so ein geniales, starkes Typ-Normal-Pokémon. Aber wir müssen ja nicht immer die stärksten, besten, OP-sten Pokémon mitnehmen, ne? Man kann ja auch mal ein bisschen was anderes mitnehmen. Und Haspiror, ich gehe davon aus, dass er stark ist. Ich habe ihn mir ja angeguckt. Aber ich habe ihn eigentlich mitgenommen, weil ich Irrschlag relativ gut feiere. Und weil ich mir dachte, oh, hey, er kann Donnerschlag erlernen. Ich weiß nicht, ob ich einen Elektro-Pokémon mitnehme. Und eigentlich war es das schon. Dann gibt es diese mega krasse OP-Attacke, die 150 Schaden macht oder so, Typ Normales. Die kann man kaufen und Stärke. Und dann dachte ich mir, hey, das ist ein cooles Kit. Vielleicht kann ich das auch noch switchen oder so. Naja. Und Flummel ist, glaube ich, auch eins der Pokémon, die ich in der dritten Generation mit ins Team nehmen würde. Rein theoretisch. So, Flüster. Normalerweise klingen seine Rufe wie Gemurmel. Aha. Hat es aber Angst, ist es so laut wie ein Flugzeug. Lol. Dezibel-Alarm. Incoming. Und wer dieses kleine süße Flummel sein möchte, schreibt es wieder in die Kommentare. Und ich denke, es macht Spaß, oder? Ich beziehe euch eigentlich in das Projekt mit ein. Wir sehen halt, also ihr seht zum Beispiel, wenn ihr die Edition nicht kennt und sagt, hey, ich will die haben, dann googelt halt natürlich danach, dann könnt ihr die downloaden. Wie gesagt, die gibt es ja nicht legal zu kaufen, also sehe ich daran kein Problem. Gerade wenn man auch die Original-Pokémon Weiß- oder Schwarz-Version legal hat, dann ist das auch kein Ding, wo man irgendwie jetzt ein Theater draus machen sollte. Und ihr seht dann jetzt quasi so, welche Pokémon ihr denn so unbedingt ins Team nehmen könntet. Weil ihr quasi jetzt aufgrund dieses Let's Play seht, hey, oh, an der Route taucht schon Pummeluff auf. Geil, man kriegt ja im Wald da oben den Mondstein. Ist ja super geil. Oder, was weiß ich, na, man kriegt die und die Starter dort. Ist ja geil, dann kann ich den und den mitnehmen und trickse ich den quasi aus. So wie ich den ersten Arena-Leiter ausgetrickst habe, ne? Das heißt, sagen wir mal, ihr wollt Bisasar mitnehmen. Einfach so, just for fun. Den habe ich, glaube ich, erst einmal gesehen. Damals, als ich das privat gespielt habe. Jetzt, wo ich das aufgenommen habe und trainiert habe, kam es nicht einmal unten in der Wiese. Aber es taucht auf jeden Fall dort auf. Wie gesagt, bei Privatspielen ist es aufgetaucht. Ich glaube, ich habe es sogar auch gefangen. Doch, ich glaube schon. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es gefangen habe. Tatsache auf jeden Fall, ihr nehmt dann quasi als Starter-Pokémon Floink mit. Weil ihr dann den... Ihr habt ja dann quasi einen Feuerstarter. Das heißt, ihr bekommt den Wassergegner in der ersten Arena, ne? Und ihr habt dann quasi als euren Starter hier Bisasam, weil ihr sagt ja, hey, ich will einen anderen Starter haben, statt Floink Bisasam. Und so könnt ihr das dann mit allen machen. Jemand, der mit keinem Money anfängt, kann dann dafür sorgen, dass ihr gegen den Feuerdude Mike kämpft. Da müsst ihr dann dementsprechend Serpifeu als Starter-Pokémon auswählen. Ja, und so macht ihr es euch ein bisschen leichter, oder ihr wählt zwei Starter. Und wie gesagt, diejenigen von euch, die Probleme haben, so wie ich, und ich habe ja so ein bisschen Probleme, deswegen musste ich auch Screen trainieren, den empfehle ich wirklich Glumanda. Ihr habt quasi ein Drachenfeuer-Pokémon. Ich möchte das hier ganz klar erwähnen. Ihr habt ein Drachenfeuer-Pokémon. Denn ein paar Typen der Pokémon wurden geändert. Nicht viele.
Und ich habe es jetzt auch noch nicht erwähnt, weil es auf keine unserer Pokémon zutrifft. Die größte oder der größte Fehler, der passiert ist, den ich an dieser Edition echt ankreide, den ich auch nicht leiden kann. Ich liebe Nidoking und ich liebe Nidoqueen. Ich liebe sie. Und ich hätte auch super gerne Lust, sie irgendwann mal mitzunehmen. In irgendeiner Edition. Und zwar alle beide. Weil ich sie übelst abfeier. In dieser Edition kann ich sie nicht mitnehmen. Und warum kann ich sie nicht mitnehmen? Weil der Dude tatsächlich aus einem Giftboden-Pokémon... Habe ich Shocklef schon? Nein, nice. Weil er aus einem Giftboden-Pokémon ein reines Gift-Pokémon gemacht hat. Und es ist mir egal, ob man sagt, okay, dadurch hat das Pokémon weniger Schwächen. Das Problem ist, Nidoking oder Nidoqueen sind perfekt dafür, Erdbeben zu erlernen oder andere Bodenattacken. Gerade sowas wie Dampfwalze gibt es ja in der Edition hier. Und der Dude sorgt einfach dafür, dass diese Pokémon diesen Bonus nicht mehr haben. Diesen Typen-Bonus. Und das geht gar nicht. Tut mir leid, das ist Katastrophe. Was aber gut ist, ist wiederum Aerodactyl. Vielleicht finden wir den ja irgendwo in der Höhle. Würde ich übelst abfeiern, würde ich mitnehmen. Auch der wurde geswitcht. Der ist nämlich jetzt nicht mehr Fluggestein oder Gesteinflug, sondern der ist, lass mich überlegen, Gesteindrache, glaube ich. Ne? Also es wurden mehr Pokémon in Richtung Drache getrimmt. Das heißt, Glurak ist ja jetzt auch ein Drachen-Pokémon. Bekommt also durch Drachenklaue den Buff. Das heißt, Aerodactyl bekommt den Drachenbuff. Also richtig geil. So, Yorklef, Typ Hund. Das lange Fell um sein Gesicht, ja, fungiert als Hightech-Radar. Sehr geil. So ein bisschen eine Mähne wie so ein Löwe. Mit dem es fein säuberlich seine Umgebung abtastet. Ja, wer dieses kleine Yorklef sein möchte, bitte ab in die Kommentare. Schreibt es. Und wir sind noch 4 bzw. 3 Minuten hier am Pokémon fangen. Und da haben wir ein Zickzacks, beziehungsweise unser Zickzacks hat wieder ein neues Item. Das muss ich ein bisschen früher abchecken. Tut mir leid. Einmal hier. Flucht und Zickzacks. Was hast du denn für mich? Sag mir, dass du was hast. Oh, er hat noch nichts. Aber Flummel hat was. Was hat Flummel? Maronbeere von Flummel erhalten. Das ist ja süß. Man könnte auch quasi bei Pokémon Extrem mit Pokémon nur Typ Normals durchgehen. Ganz ehrlich, man hat Flummel und der ist als Normal-Pokémon ziemlich OP. Man hat Knuddelluft, meiner Meinung nach kein schwaches Pokémon vom Typ Normal. Man hätte Haspirohr, was ich jetzt auch nicht als schwach sehe. Und dann müsste man sich mal ein bisschen überlegen, was für starke Normal-Pokémon gibt es noch, die eventuell dann auch irgendwie eine Psycho-Attacke oder Gestein-Attacken erlernen können. Da müsst ihr dann ein bisschen mal euch erkundigen. Es gibt ja noch viel, viel mehr Typ Normal-Pokémon. Es gibt zum Beispiel Tauros. Der wäre dann so euer, ich sag mal, ja, Boden-Gestein-Pokémon. Soweit ich weiß, kann der sowas wie Steinhagel erlernen. Hat einen relativ hohen Angriff und ist relativ stark. Kangama, falls es die hier gibt, ist auch ein relativ starkes Typ Normal-Pokémon. Und von den anderen Editionen will ich jetzt gar nicht sprechen, weil ich mir jetzt nicht alle merken kann. Ich gehe gerade mal so ein bisschen durch, ob mir noch was einfällt, was relativ starkes Typ Normal ist. Abgesehen von Flummel, der wird halt zu Gravums, das wird ein richtiges Monster. Das wäre halt wirklich keine Schwäche im Team, ganz im Gegenteil. Das wäre wirklich so Art, ich sag mal, Gravums alias Flummel wäre sowas wie euer Starter-Pokémon, von der Stärke her. So Doppelentwicklung, ziemlich kräftig, Schall, noch irgendwas hat er als stärkste Attacke, ziemlich OP. Was gibt's noch, abgesehen von den Anfangs-Pokémon hier, die alle Typ Normal sind? Was gibt's eigentlich in der 5. Generation noch so für Typ Normal-Pokémon? Lass mich überlegen. Oder gehen wir erstmal die 2. Edition durch. Wir haben Visor, Visenior. Ist nicht wirklich stark. Da gibt's Pokémon, da gibt's Pokémon. Tintara. Tintoxa. Tauros, habe ich schon erwähnt. Den gibt's ja in der 2. Generation. Ne, den gibt's schon in der 1. Generation. Ich trottel. Oh, ich bin außerhalb der Wiese gerannt. Rip. Jetzt gehe ich gerade alle Editionen durch, deswegen komme ich nicht drauf. Radikal ist meiner Meinung nach nicht so das Wahre. Es sei denn, ihr habt halt schon genug viele starke. Dann wäre sogar Radikal strategisch gesehen nicht schlecht. Weil Radikal gerade mit der Kombo... Nein, da war wackelndes Gras, da wollte ich hin. Oh, da gab es ein Pokémon, das wir erstens noch fangen hätten können. Und zweitens sogar relativ viele Erfahrungspunkte gibt. Verdammt, dann hätten wir noch irgendwas in dem Part erreicht, meiner Meinung nach. Also was Richtiges. Tatsache ist, es gibt hier noch echt viele Pokémon, die wir noch nicht gesehen haben. Die tauchen nur gerade nicht auf, was mich ziemlich frustriert. Da, Evoli, sehr nice, wunderschön. Evoli natürlich jetzt vom Typ Normal-Pokémon her nicht die Wahl, ne? Also ein bisschen zu schwach. Aber man könnte auch ein Evoli-One machen. Moment, man kann 6 Pokémon mitnehmen. Und wenn man jetzt Evoli Typ Normal hat, 1, 2, 3, 5. 5?
Nur, nee, nur 5? Wasser, Elektro, Feuer, die alten. Ah, es gibt, ist natürlich, ich habe gerade an Natara und Psyana nicht gedacht. 5, 6, 7, Pflanze, Eis sind 9 und jetzt mit dem Feentyp 10. Ich glaube, es gibt 10 Typen von Nevoli. Kann das sein oder liege ich falsch? Ah, bitte mal korrigieren, wenn ich einen vergessen habe. Und man kann ja nur 6 mitnehmen, also man könnte auch locker ein Evoli-One machen. Warum? Ganz klar, man hat die Evoli, man kriegt relativ früh die Pflanzenform. Man kriegt relativ früh ein Feuer, Wasser oder Blattstein, das ist eure Entscheidung. Damit könnt ihr dann den Affen entwickeln. Bedeutet, ihr könnt quasi dann sagen, hey, scheiß drauf, welchen Affen ich habe. Ich brauche den Stein, den ich quasi für Evoli brauche. Habt also quasi Entwicklungsstufe 2. Natara und Psyana wären Doppeltentwicklung, die sich je nach Training entwickeln. Das heißt, Freundschaft hoch und dann bei Tag oder bei Nacht Level up. Bei Nacht kriegt ihr Natara, bei Tag Psyana. Und ja, wer dieses Evoli sein möchte, bitte ab in die Kommentare. Das heißt, ihr hättet relativ früh 4 Evoli-Entwicklungsstadien. Und die Evolis noch nicht mit einbezogen, die ihr dann später noch dazu bekommen könntet. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Donnerstein nochmal bekommt, hättet ihr dann nochmal Blitzer. Wenn ihr Flamara wollt, nochmal Flamara. Aquana, denke ich, wäre mit eins der ersten, die ihr bräuchtet. Einfach damit ihr ein Wasser-Pokémon im Team habt. Je früher, desto besser. Und die Eisform, glaube ich, ist ein bisschen dämlich. Ich weiß nicht, wo genau sich die Eisform hier in der 5. Generation entwickeln kann. Aber wie gesagt, möglich wäre es. Es wäre möglich, so einen kompletten Evoli-One zu machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das wollt. Wäre natürlich extrem tryhard, aber ich glaube, ich würde sogar zum Teil feiern. Gut, Leute, wir sehen uns dann gleich.